Ich adoptiere heute ein Baby. Nein, echt? Ja. Ich adoptiere auch ein Baby. Ja. Ja. Du fährst wegen 200 Zigaretten mit meinem Bus nach Ungarn. Ja. Nein. Was? Ein 200 Karton. 160.000 Euro, ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, was ist denn da faul an der Sache? Nicht? Der hat einen kompletten Vogel, hat der. Was ist mit ihm los? Er findet den Vorschlag nicht so klasse. Stell dir vor, der hat einen schwarzen Sack mit einem Tortenkopf in meinen Garten angestellt. Dein Bruder, der Mr. Zigarettengenie, hat uns nur mit zwei illegalen Asylanten beglückt. Das ist passiert. Das ist ja großartig, wir können uns gleich bei Drogen von der Leiche helfen. Das ist ungarisch und heißt Mama. Na Gott sei Dank. Ich gerne, wie Tirolda war, Jung. Und so wie ich das verstehe, sagt sie, sie sind in Tirol da. Ich gerne, nicht auf euch waren. Ja, und das heißt, der Großvater, der ist auch da. Ja, der ist jetzt. Halt, halt, halt! Sie kommt und sie schaut ganz danach aus, als wenn sie keinen Sinn für Humor hat. Was? Ja, Harry, die Küche. Das Fenster. Ja, da. Was haben menschliche Überreste in ihrem Wohnzimmer zu suchen? Das ist es, was Ihnen Sorgen bereitet. Nein, das sind ja nur, das sind nur perfekt nachgebildete Körperteile für die Proben. Ja, macht mal Pause, Jungs. Ich finde, das war jetzt gar nicht so schlecht für eine Probe, oder, Frau Kohl? Ja, was um Himmels Willen proben Sie denn da? Was wir proben? Ah, ein Stegreifspiel mit der ganzen Familie. Gute Idee, gell? Gut. Sie können sich vorstellen, unser Postenkommandant wird ganz schön Augen machen, ja, wenn er einen Blick in diesen Sack wirft. Super, Herr Inspektor. Und Ihnen drei möchte ich ausdrücklich danken für die Unterstützung des Gesetzes. Das ist schon wohl selbstverständlich. Ich bin mal am Radl gefahren worden. Von einem Radl? Schreibt's euch. Ah ja, genau. Ich muss sehen, die nächste Ungarn-Tour planen. Ja. Und ich muss auch wieder zurück ins Krankenhaus. Ja, warte. Soll ich da was mitbringen? Und nachher? Ja, Gott sei Dank ist das so eine nette, hilfsbereite Dame gewesen. Die hat mich dann zum Doktor gebracht. Ja. Ich komme nicht gar nicht so unglücklich, sag ich mir. Nein, Tom. Ich bin gar nicht unglücklich. Ich bin total glücklich. Ja, aber warum rührst du nachher? Ja, weil mir die ganze Zeit beim Doktor so schlecht gewesen ist. Nein. Der sagt, das ist die Morgenübelkeit. Die Morgenübelkeit? Ja, ich bin schwanger. Du bist schwanger? Ja. Ich krieg ein Baby. Ja.